Vaigujiga Khalsa, Vaigujigi Fateh. Mein Name ist Prabhjot Kaur und ich war heute als Zuhörerin dabei, wo der Sikh-Verband Deutschland seine Präsentation vorgetragen hat in Offenbach im Gurdwara. Ich finde, es war eine sehr, sehr interessante und sehr spannende Präsentation. Also es waren von klein bis groß alle dabei vom Alter. Ich finde, es hat sehr gepasst. Es gab viele Aufklärungen, von denen ich bisher auch nichts wusste. Ich glaube, da war ich bestimmt nicht die Einzige. Es wurde auch mal witzig zwischendrin, man hat auch Witze gerissen. Also es war nicht so, dass da durchgängig jetzt Informationen irgendwie durchgab und es langweilig wurde. Ich bin sehr überzeugt davon und habe eigentlich den Wunsch, dass es überall, also dass jeder da mal teilnimmt, an so einer Präsentation zuzuhören. Weil, damit man einfach weiß, wer wir Sikhs sind, weil viele lassen sich von Vorurteilen überzeugen und bleiben dann auch dabei. Dafür, glaube ich, ist diese Präsentation eigentlich ideal, dass man weiß, wer wir sind, woher wir kommen, wie alles entstanden ist. Also ich würde mir wünschen, dass Jugendliche in meinem Alter an sowas teilnehmen und zuhören, dass die auch, also ich bin mir sicher, dass deren Interesse dadurch noch mehr geweckt wird und die da dann auch bereit sind, mehr über Sikhi zu lernen und zu erfahren und es dann eventuell auch im eigenen Leben zu übertragen, weil das ist ja eigentlich das, was wir erreichen wollen. Draußen wissen die Menschen gar nicht, wer die Sikhs sind, obwohl es die fünftgrößte Religion auf dieser Welt ist. Da konnten wir in dem Video zahlreiche Informationen sammeln und auch sehen, wie man den Sikhs, die gemobbt werden in der Schule, weiterhelfen kann und uns vorstellen können. Und einige andere schöne Sachen. Dieses Video würde ich gern teilen. Den ganzen Jugendlichen und Menschen da draußen. Es spielt keine Rolle, wie alt und wie jung die Menschen sind, aus welcher Religion und aus welchem Land sie stammen, um uns vorzustellen. Und ja, ich wünsche mir, dass viele Jugendliche und auch Ältere mal teilnehmen in den Verband und mal wissen, wer wir sind und wie wir uns äußern können und sollten. Und ich wünsche jedem viel Glück dabei. Ich möchte ein großes Lob, ein großes Dankeschön an den Sikh-Verband Deutschland ausrichten, ein solches Projekt ins Leben gerufen zu haben. Es ist ja heutzutage so, viel Rassismus herrscht in unserer Gesellschaft, Ablehnung, auch das Flüchtlingsthema ist aktuell. Und ich finde, genau in dieser Situation, in diesem Zusammenhang, sollte auch den Sikh-Kindern geholfen werden, weil sie wissen noch nicht, wie sie sich auszudrücken haben, weil sie noch sehr jung sind und sich mit dieser wundervollen Religion noch gar nicht auseinandergesetzt haben. Die Reife kommt ja erst mit dem Alter. Und ich finde es toll, dass Jugendliche und Heranwachsende die Chance ergreifen, den Sikhismus in Schulen vorzustellen und alle Vorurteile aufzuheben. Und ich bin sehr froh, dass heute dieses Projekt auch hier vorgestellt wurde. Ich werde weiterhin Leute animieren, daran teilzunehmen. Ich werde auch versuchen, selbst meinen Beitrag dazu zu leisten. Und ich wünsche euch noch sehr viel Erfolg und ich versuche, euch so weit zu unterstützen, wie es geht.